Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Sicher habt ihr schon gehört, das ist dein Karma. Doch was bedeutet es genau? Dein Karma ist deine Bestimmung und kann dir dein Leben verbauen. Du musst es selbst überwinden. Es ist deine Aufgabe, in dieser Reinkarnation, das bestimmt wird von Dramen, Intrigen und Schicksalsschlägen, mit denen du im vorigen Leben fertig werden musstest, es in dem jetzigen Leben zu bereinigen. Du spürst dieses Karma und erkennst das Problem, das sich immer wiederholt und deine Zukunft bestimmt. Und in diesem Leben ist es deine Aufgabe, dich davon zu befreien. Karma ist kein starrer Zustand. Es sind Anlagen und Verhaltensweisen, die sich ständig verändern. Diese können zu enormen Problemen anwachsen, wenn du nicht daran arbeitest. Der Mensch macht Fehler und gerät immer in die gleichen Situationen, bis er es begriffen hat. Ja, leider gerät er dann auch an dieselben Partner, geraten vielleicht ständig mit anderen Menschen in Streit, weil sie sich durchsetzen müssen. In jungen Jahren kann das von Vorteil sein, denn wir sind mutig, konfliktbereit und scheuen uns nicht, uns mit anderen zu messen. Letztendlich führte uns diese Sturheit zum Erfolg. Naja, wie gesagt, wenn wir jung sind, dieser Wesenszug kann manchmal im späteren Alter in eine aggressive Persönlichkeit ausarten, weil wir uns mit anderen Menschen anlegen. Doch dann, wenn wir keinen Unterschied mehr zwischen Freund und Feind sehen, sind wir einsam und zerstritten. So bestimmt das Karma unsere Zukunft. In den nächsten Tagen werde ich euch mitteilen, wie das Karma die Zukunft jedes einzelnen Sternzeichen bestimmt. Ihr könnt gespannt sein. Also, bis demnächst. Eure Deria.